Hallöchen und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Fallout 4. In der letzten Folge sind wir beim Erkunden von diesem Trainingsgelände der Nationalgarde auf einen etwas übertriebenen Wachbot gestoßen. Der war zum einen legendär und als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, ist er dann auch noch mutiert. Und nachdem ich ihn dann endlich getötet hatte, ist er explodiert und hat mich auch noch mit in den Tod gerissen. Das hat also nicht so gut funktioniert, deswegen bin ich dann nach dem Laden einfach vor dem weggerannt, weil ich dann keine Lust mehr darauf hatte. Und jetzt sind wir hier in diesem Gebäude und wir haben auch schon den Sender des Notrufsignals gefunden, aber ich wollte hier noch einfach alles ausräumen, bevor wir da weitermachen. Und ich will mir, hoch, jetzt habe ich die genommen, ich wollte es mir eigentlich mal kurz angucken nur. Die Militäruniform, wo ist sie denn? Da. Die ersetzt nicht das, was unten... Sauber. Der Kampfanzug ersetzt auch nicht das, was... Was macht denn der? Ach so, das ist das gleiche wie Gurtzeug quasi. Der Kampfanzug. Der ersetzt das nicht. Woran sehe ich denn aber bitte? Das habe ich bis jetzt noch nicht gelernt und das verstehe ich auch nicht. Woran sehe ich denn bitte, dass ich das unten drunter anziehen kann? Aktuelle Mods, keine. Woran sehe ich denn bitte, dass ich das unten drunter anziehen kann und nicht obendrauf, so wie das, sodass die Rüstung verschwindet? Die Militäruniform konnte ich eigentlich auch anziehen. Die hat aber weniger Schadensresistenz, dafür 2 Beweglichkeit und der Kampfanzug hat Schadensresistenz. Ich muss mal kurz gucken, wenn ich bei Beweglichkeit reingehe. Beweglichkeit, was kann ich denn dann skillen noch? Hinter dem Flüstern in den Schatten, du bist beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Das wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Schwer zu entdecken und löst keine Minen des Feindes aus, das ist auch cool. Laufen wirkt sich nicht mehr negativ auf deine Tarnung aus. Sofern die Gegner deine Spur verlieren. Naja. Kommt dann hier so, du hast keine Zeit zu verlieren, deine Aktionspunkte regenerieren sich schneller. 25 Schadensresistenz und 25 Energieresistenz, während du sprintest. Achso. Tja, so wirklich sinnvoll finde ich das aber alles nicht. Beweglichkeit. Bestimmt wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Gut, das wäre vielleicht schon interessant. Aber ich hätte eine Rüstung weniger, was eigentlich nicht so schlimm ist. Hätte ich nur Strahlenresistenz noch drauf. Ich glaube, dann ziehe ich die einfach an. So, wie sieht das jetzt aus? Die ist jetzt unten drunter, ja. Hallo, ich würde mich gerne von vorne angucken. Warum? Na egal. Aber jetzt habe ich zumindest keinen nackten Oberkörper mehr. Jetzt würde ich nur gerne noch rausfinden, woran man sieht, dass das was zum Anziehen ist. Was ist denn sortieren? Sortiert das nach was? SB Kampfanzug, dann kommt Armeehelm, dann die Militäruniform, dann das Gurtzeug. Wenn ich das jetzt untersuche. Saubere Kleidung, sieht das ganz genauso aus? Wie wenn ich das untersuche? Macht für mich irgendwie nicht so viel Sinn. Ha. Naja, muss man sich dann wahrscheinlich angucken, wenn es dazu kommt. Gut. Notrufsender. Notsignal verloren. Ritter Astlins. Der Astlind. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Hört dir Ritter Astlins Holoband an. SB Kampfanzug. Was hat der drauf? Achso, das ist so ein ganzer Anzug. Das hier ist das. Achso, das ist das, was ich schon mal hatte und nicht anziehen wollte, weil ich jetzt lieber die Militäruniform genommen habe. Gut, dann hören wir mal in das Holoband rein. Dann diverses... Aufseher... Nee.
Ritter Astlind, ne? Ritter hieß die. Ritter Astlinds Holoband. Holomarker, Holoband, das. Zack! Bip. Ritter Terra Astlind, stählerne Bruderschaft, Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Oh nein! Oh, ich hoffe, die redet gleich weiter. Daran habe ich natürlich jetzt nicht gedacht. Vom Paladin oder Ferris. Ja, doch, geht, ja. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Jetzt ist da der legendäre Wachbot steht immer noch dort rum. Jetzt habe ich ihn aber, wie habe ich ihn denn jetzt so schnell getötet? Ich meine, ganz abgesehen davon, dass er schon fast kaputt war, als er jetzt hier angefahren kam, habe ich ihn jetzt tot gemacht. Wie habe ich das denn angestellt? Erklärung, Erklärung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Cool. Dann haben wir den ja jetzt ganz easy noch weggeholt, nachdem ich in der letzten Folge bestimmt eine Viertelstunde damit zugebracht habe, vor dem wegzulaufen. So, gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Und Korken hat er dabei. Hallo. Bam. Bam. Na komm, schieß. Geht doch. Da links ist noch einer, oder? Hier ist jetzt einer runtergekommen. Klingt sehr eigenartig, wie die stapfen. Gut, gucken wir erstmal hier so, ganz in Ruhe. Aktenschrank. Der Ghoul hatte Kronkorken dabei. Zigarette brauche ich nicht. Kann ich hier durchschießen? Ne, kann ich nicht. Ich frage mich manchmal nach, wonach das ausgeht, wo ich durch die Wände durchschießen kann und wo nicht. Draußen durch die Fenster konnte ich durchschießen, was mir ja wirklich einen Vorteil verschafft hat. Hier konnte ich jetzt... Oh, Piper, wie kommst du jetzt von... Was? Ich habe gedacht, das ist jetzt ein Ghoul, der hier oben runter getrampelt kommt. Derweile war es Piper. Hey, da draußen ist leer. Sieht schrecklich aus. Die plötzlich oben war, anstatt unten noch. Mann. Mach mich doch nicht fertig. So, jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Wo ist denn jetzt hin, der Ghoul? Ach ja, wow, hallo. Und bam, bam. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Ist er jetzt über mich drüber gehüpft, oder was? Munition. Und die Piper hat den Mülleimer umgetreten. Oh, schau mal an. Waffenkammer Verwaltungsterminal. Ah, dafür brauchen wir das Passwort. Was wir ja haben. Tür verriegeln. Nö. Wieso soll ich eine Tür verriegeln? Ich lasse die doch lieber offen. 10mm Pistole liegt hier drinne. Im gesprengten Safe. Und sonst... Sieht hier nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Gut, hier nichts mehr. Gut, gut, gut. Hier gibt es auch nichts mehr. Dann weiter. Oh, hi. Bam. Oh, komm. Jetzt hat er echt noch 3 HP oder so. Dafür muss ich noch eine Munitionskugel verschwenden, quasi. Weil ich Blödbatz auch schon gedrückt habe. Oh fuck, Ofenhandschuhe wollte ich eigentlich nicht. Ah, sieh mal einer an, der lebt nämlich noch. Dachte ich mir fast. Ins Gesicht. Der rennt hier unter mir irgendwo rum. Jetzt hin. Oh! Verdammt!
Der war jetzt ziemlich schnell unterwegs. Puh. Alter Schwede, manchmal sind die so schnell, die Ghule. Oh, Red Away. Rattengift. Haha, Red Away. Und Rattengift. Ja, so. Was haben wir hier noch so zu looten? Nix. Hier sieht's überall leer aus. Dann können wir mal noch hier rumgucken. Hier war ja auch nichts. Ein Besen. Yeah! Halt die Klappe. Oh. Wir sind hier nicht allein, Blue. Hey. Nix da, mein Freund. Bleib mal schön da hinten stehen. Wo ist der denn? Ach, dort. Vorsicht. Wieso macht er die Tür auf und kommt dann hier raus? So, war der auch hinüber? Patrone, Fusionszelle, schmutziger blauer Anzug. Brauche ich nicht. Patrone, eine Babyrassel brauche ich auch nicht. Warum haben Ghule eigentlich eine Babyrassel dabei? Liegt hier drinne Jet. Kann man noch verwenden. Wo ist denn jetzt noch einer? Hier unter mir oder was? Dabei schleiche ich doch die ganze Zeit. Oh, der ist, glaube ich, verstrahlt. Der leuchtet irgendwie ein bisschen. Hey, naja. Patrone. Haarklammer. Plasmakartusche. Militärbarett. Was ist das? Ach so, eine Mütze. Nö, dann nicht. Mütze brauche ich keine. Hey, da draußen. Ich sehe dich. Oh, scheiße. Ein leuchtender. Ich will mal warten, bis der hier rauskommt. Bam! 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 Jetzt nachladen. Sorry, Piper. Puh. Der war viel einfacher und hat fast so viel EP gebracht wie dieser Wachbot. Kronkorken. Verstrahltes Blut. Bringt mir verstrahltes Blut. Das erste Mal, dass ich das sehe, ich nehme es einfach mal mit. Den Kronkorken dabei. Da hinten ist da irgendwas. Infusionsbeutel und Stimpack. Was war das? Gefahr. Gefahr. Hier sind echt ganz schön viele Ghule. Was ist dort so? Nur ein Skelett. Meinst du, wir sind jetzt in Sicherheit? Wir sind hier nicht allein, Blue. Wow. Wie habe ich denn das Ding jetzt ausgelöst? Es brennt! Es brennt! Das habe ich sehr gut gemacht. Wieso liegt er jetzt hier? Komm, machen wir mal ein bisschen Licht hier unten. Du Leuchthänder. So, der wäre auch hinüber. Gut. Dann gucke ich hier noch den Rest durch. Ist immer noch Vorsicht. Wo ist denn jetzt noch einer? Dort ist noch einer. Jetzt habe ich es aber, oder? Noch mehr Ghule wird es ja hier wohl nicht geben. Das reicht mir jetzt langsam. Genug der Ghulerei. Tablett. Nee, das brauche ich nicht. Fernseher. Sagen wir hier, US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Ja. Nice, du bist Dorf beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Cool. Leguan-Bissen. Patrone. Zahnbürste brauche ich keine. Kaffeetasse brauche ich auch nicht. Trinkglas. Hier haben wir nichts. Ein Wecker. So, und hier Kühlschrank und Karotten-Tato. Ja, das brauche ich alles nicht. Hep. So, dann den Raum hier noch. Piper, geh weg. Den Raum hier noch. Boah, hier ist nix. Er hat eine Fusionszelle dabei, danke. Nix. Nur Müll und ein paar Betten. Hier steht noch was in der Ecke.
Eleganter Hut. Eine graue Strickmütze. Schick. Die bringt mir Glück. Oder würde mir Glück bringen. Hier liegt noch einer. Sturmfeuerzeug. Nimm mal mit, das wiegt nicht viel. Bringt... nee, ich glaube... Oder? Ich glaube, Kupfer brachte das gar nicht. Aber Öl und Stahl, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall auch was, was man viel brauchen kann. Hier ist auch nichts. Was haben wir hier? Noch eine Militäruniform. Ne, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Dann geht's weiter. Hier rein. Hier geht's dann nach draußen. Und in dem Raum... Ist auch nicht mehr so viel, wie es aussieht. Vor allen Dingen relativ dunkel ist es hier. Mensch. Mache mal das Licht an. Hier ist nichts. Nö. Terpentin im Mülleimer. Gut. Trainingsgelände Nationalgarde. Geh raus. Dann looten wir den Wachbot noch. Den wir dann schön verstehen. Oh. Hallo? Sind hier irgendwie eingesperrt? Kein Pro. Ach nee, ich brauch's nur benutzen. So, Tür auf. Zack, zack. Und Korken. Hallo? Des Ghoul-Töters Kampfmesser. Bam! Verursacht 50% mehr Schaden gegen Ghule. Tja. Nehme ich mal mit. Benutzen wir es trotzdem nicht. Fusionskern. Patrone. Netzrelaisspule. Thermalgrafikkarte und Aluminium. Danke, mein Freund. Sehr nett von dir. Yes! Wir haben ihn getötet. So. Wie sieht's denn jetzt mit der Quest aus? Was müssen wir hier weiterhin tun? Untersuche die Satellitenstation. Inventar. Habe ich noch Platz? Bom, bom, bom. Ja, rein theoretisch schon. Hör mal auf, hier so rumzuwackeln. Gegenstand ist schwer, um getragen zu werden. Ha! Ha! Du Noob! Tot bist du. Tot. Tot. Verdient hast es. Blödsack. Komm, dann gehe ich nochmal fix zurück. In die Base. Lad mal noch den Schrott ab, den ich hier so hab. Vorher gucke ich aber nochmal hier hoch. Sind wir das denn hier oben lang zu latschen? Gibt's hier irgendwas? Ich meine, wenn es hier hoch geht, gibt es hier oben vielleicht noch irgendwas zu looten. Muss ja einen Grund haben. Oder ist das nur weg, denn... Wachtürme, die hier oben sind. Dem hier zum Beispiel. Nee, hier ist doch bestimmt noch irgendwas, oder? Keine... Doch, hier eine Kiste. Ha, Splittergranate, Molotov... Cocktail! Molotov Cocktail! Bup. Und hier? Was ist das? Sieht aus wie eine Kiste. Ist aber keine. Und hier oben? Ist hier noch irgendwas? Nö. Ein umgestürzter Helikopter. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. So, gut, dann reise ich nochmal fix hier hin, lade mein Zeug ab und komme dann wieder. Yep, zu diesem Ort reisen. Bitte danke, bitte danke. Ach ja, schön, schön. Es lädt wieder ganz schön lange, Mensch. Iuiui. Da haben wir es jetzt. Jetzt haben wir es. Wenn du mir eine zweite Druckpresse basteln könntest, wenn du schon dabei bist. Das Ghoul-Töter des Kampfmesser 13, das macht 36. Das kommt also verwerten. Dieser Gegenstand kann nicht verwertet werden. Na gut, dann muss er irgendwo ausgestellt werden, so ein Mist. Verlassen, ja. Dann packe ich den mit hier in die Kiste. Ich frage mich, ob es dann irgendwo... Da, Kampfmesser des Ghoul-Töters. Ob es dann irgendwie so Waffen-Racks gibt, wo man das Zeug... Gut, 5 ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Habe ich hier noch irgendwas, was ich verwerten kann? Nee. Vielleicht bei Einrichtungen oder so, Strukturen, Möbel, Dekoration, Bodenbelege, Wandschmuck, sonstiges. Aschenbecher, Aschenbecher, ein Basketballkorb, cool. Eiskühler, Hundehütte.
Kinderbett, Milchautomat, Mülleimer, Mülleimer, Nuka-Cola, Radio, Radio, Schild, Zigarettenautomat, Jukebox, Jukebox, cool. Nee, aber das ist jetzt hier Wandschmuck. Das sind nur Schilder, Bodenbeläge, bringt mir nix. Möbel, Betten, Stühle, Behälter, Regale, Tische, sonstiges. Regale vielleicht irgendwas. Regal, Regal, Handregal, Zeitschriftenregal. Zeitschriftenregal, kann ich da meine Zeitschriften reinpacken? Wenn wir hier unsere Ecke haben. Na? Zeitschriftenregal. Sonstiges. Was haben wir da noch? Fernseher. Was? Ottomane. Aha. Theke. Klo. Wackelpuppenständer. Cool. Was wollte ich eigentlich gucken? Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Nein, will ich nicht einlagern. Nein, will ich nicht einlagern. Ich will hier einfach wieder raus. Was kann man denn jetzt hier? Ja, Transfer. Hilfsmittel, diverses. Ist hier irgendwo Wackelpuppe? Wackel, Wahrnehmungswackelpuppe. Und hier muss ich das jetzt noch... Nö. Nehmen, untersuchen? Nö. Kann man nicht hier irgendwie filtern? Nach Wackelpuppen? Wackelpuppen, jetzt muss ich hier gucken. Sprachwackelpuppe habe ich noch. Dreier hatte ich, oder? Reparaturwackelpuppe? Ah, vierradig, Energiewackelpuppe. Ja, cool! Dann sind die ja... Oh, wie fetzig ist das denn, bitteschön? Da kann man ja seine Wackelpuppen ausstellen. Cool! Und geht das hier auch mit den Zeitschriften? Diverses? Kronak der Barbar. Dann haben wir hier noch... Dutchman-Instruktion, ne. Hot Rodder, genau. Leben und Lieben. Picket Fence. Pistolen und Patronen. Robco Fun. Tabu-Tattoos. Tesla-Forschung. Und hier die Handbücher. Unglaublich überwältigende Geschichten. Ödland Überlebensführ... Ne. Ne, das nicht. Ja, cool, die sortiert's da alle... Wie fetzig ist das denn? Ich brauche auf alle Fälle Haus, wo ich das alles ausstelle. Ich hatte aber hier noch ein was. Unten, unten, hier unten irgendwo. Den hier noch. Wie cool! Dass man das da alles ausstellen kann. Ist ja fetzig. Das heißt, ich brauche einen Raum für Sammelgegenstände. Wie fetzig. Und dann kann man sich das angucken. Man kann sich das direkt hier drinnen angucken. Fetzt, ja. Wie cool finde ich das denn? Nice. Ob es sowas für Lunchboxen auch gibt? Ich weiß nämlich immer noch nicht, wofür die Lunchboxen gut sind. Wiegen die eigentlich was? Lunchbox? Ne, die wiegt nichts. Das überfällige Buch wiegt aber was. 0,5, wieso habe ich das denn dabei? Ritter Astons Holomarke, was will ich denn damit eigentlich? San Francisco Sunlights brauche ich auch nicht wirklich. Schon noch gucken bei Gelegenheit. Ah, wie cool, da brauche ich auf alle Fälle, muss ich mir dann irgendwann einen richtig coolen Raum bauen, wo dann die ganze Wand voll von diesen Zeitschriftenregalen ist. Und dann sortiere ich die nach Topic. In 1 kommt nur Kronak der Barbar rein. Und in 1 kommen nur die Überlebensführer hier. Vor allem ist es witzig, weil die so cool aussehen. Die Zeichnungen auf den Überlebensführern. Vor allem das hier. Der ist am besten.
der Elch sieht so cool aus, oder Hirsch, oder was auch immer. Und der Busch mit zwei Augen. Beste. Coole Sache, nice. Yes! Das macht mich fröhlich. Was ist denn da mit der Kuh los? Hallo Kuh? Warum stehst du hier am Eingang? Puff, puff. Naja, wird schon irgendwann wieder verschwinden, hoffe ich. Gut, das war's schon wieder mit der Folge. Jetzt haben wir ja ganz schön Zeit verschwendet, aber wir haben was Cooles entdeckt. Das ist so fetzig, ich komme da nicht drüber weg. Ja, in der nächsten Folge machen wir dann aber weiter mit der Quest. Wir geben uns dann hier runter zu diesem Satellitenstationsrevers und gucken mal, was wir dort so finden. Schön, dass ihr reingeschaut habt und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!